Merkwürdige Sachen, die Coolio vor seinem Tod gesagt hat. Aber ein bekannter Promi aus Deutschland hat ähnliche Sachen auch schon mal angesprochen. Und zwar Xavier Naidoo. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns eine neue Flex-Doku rein, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Die Doku heißt Merkwürdige Sachen, die Coolio vor seinem Tod gesagt hat. Miese Coolio, miese Hollywood, miese Rap-Szene-Recherche. Wir sind auf jeden Fall in the building. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Grüße gehen raus an Flex-Doku, Digga. Ich liebe deine Videos, Bro. Mehr. Jede Woche ein Video wäre schon krass, aber ich kann verstehen, dass es viel Arbeit ist und das nicht möglich ist so. Aber ja, wir gucken auf jeden Fall deine Videos gerne. Und deswegen gehen wir jetzt rein in das Video, meine lieben Freunde. Los geht's. Yo Leute, was geht? Hoffe, alles okay bei euch. Heute gibt es wieder mal eine sehr interessante Geschichte über einen verstorbenen Promi, der merkwürdige Sachen vor seinem Tod... Dem seine Haare sind legendär. Dieses Mal ist es jemand, der erst vor kurzem verstorben ist. Und zwar der Rapper Coolio. Ich bin auf dieses... Rest in Power, my G. ...durch einen YouTube-Kanal aufmerksam geworden, der das letzte Interview mit Coolio gemacht hat. Das Interview ging circa eine Stunde, wo er über viele spannende Sachen geredet hat. Darunter unmoralische Angebote, die er gekriegt hat, mysteriöse Sachen, die in der Antarktis passieren und viele weitere Themen. Coolio war in der Antarktis... Sorry fürs Essen, Freunde, ne? Aber ich habe voll Hunger. Coolio war in der Antarktis-Recherche drin, wild, ne? Ja. Das ist doch Admiral Byrd gewesen schon wieder hier. Ein paar Sachen der Musikindustrie offengelegt und Fragen, wie gibt es satanische Rituale in der Entertainment-Branche beantwortet. Kurz nach seinem Tod hat der YouTube-Channel, mit dem er das letzte Interview gemacht hat, ein Video hochgeladen, dem sie den Titel Coolio hat zu viel gesagt gegeben haben. Auch hat er vor seinem Tod einen Post gemacht, wo er über sehr düstere Sachen geredet hat. Manche sind so grafisch, dass man nicht detailliert darauf eingehen kann. Aber ein bekannter Promi aus Deutschland hat ähnliche Sachen auch schon mal angesprochen. Und zwar Xavier Naidoo. Bester Mann, Xavier. Ich denke, der eine oder andere weiß schon, worauf ich hinaus. Ja, die Kids. Human Trafficking. Child Trafficking. Worüber sich alle lustig gemacht haben. Hier gehen wir auf diese Sachen, die er gesagt hat, ein. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. How was it in the music industry? That whole conversation about the gatekeeper's real, you know, the rituals, things people gotta do, blood sacrifice thing. I seen some crazy shit, bro. I seen some shit like, wow, I seen some shit. Bruv, ich hab einen Freund, ne, hier in Tulum, der ist aus New York, der ist mit A$AP Ferg und so groß geworden. Mac heißt der. Shoutouts gehen raus. Bester Mann, der versorgt mich auch immer mit CMOS und so. Ist Coach mittlerweile. Der war früher auch auf Diddy-Partys, hat er mir gestern erzählt. Und jeder wusste, dass Scheiße läuft da drüben, in diesen Partys. So, jeder wusste genau, wann er gehen muss, wenn er diesen Kram nicht mitbekommen wollte. So, so wie das der eine Cousin hier auch in diesen Flex-Dokus gesagt hat, you have to leave before the devil comes, wenn du auf diesen Partys bist, so. Und das ist dann einfach ein Moment, wo du merkst, die Musik verändert sich, auf einmal kommen verkleidete Typen, auf einmal fangen die an, sich zu küssen und diese ganzen Sachen und so. Und dann musst du halt gehen. Und das ist keine Verschwörungstheorie oder irgendwas. Die Wahrheit wird jetzt immer mehr ans Licht kommen. Der Shit ist real in Hollywood. When we go, what the f***? Is this really happening right now? Oh, I'm drinking Andrew, you suck-ass motherf***. The music world mourning the loss of one of the biggest names in hip-hop. Coolio died today at the age of 59. Krass. Gehen wir mal kurz auf Coolio ein. Artist Leon Ivy Jr. Heißt der Leon? Der kennt einfach meinen Namen, Bro. Wurde am 1. August 1963 in Monessen, Pennsylvania geboren. Er wuchs hauptsächlich... Ich wusste gar nicht, dass Coolio auch so exposed hat und so, ne? Über diese ganzen Sachen geredet hat. Kommt in Kalifornien auf. Nachdem er das Compton Community College besucht. Wie kann ich da auf eine Party gehen, wenn ich das weiß? Ich meine, der erste Teil der Party ist ja normal. Und da sind halt viele Leute da, ne? Du weißt, wie es ist, Bro. Die locken die Leute ja mit Namen. So wie die Leute auch auf Epstein's Island mit Namen gelockt haben und gesagt haben, guck mal, der ist auch hier. Guck mal, Präsident ist auch hier. Komm, ist easy, ist gechillt, jeder ist hier. So, und du weißt, wir wollen immer dazugehören. Gerade wenn du in der Entertainment-Branche stattfindest und nach oben möchtest, dann willst du halt irgendwie dazugehören. Arbeitete er in Jobs wie der Freiwilligen Feuerwehr und dem Sicherheitsdienst am Los Angeles International Airport. Coolio nahm 1987 seine erste Single mit dem Titel What You Gonna Do auf.
1988 nahm er auch What Makes You Dance mit New School auf. Coolio knüpfte Kontakte in die LA-Rap-Szene und trat 1991 schließlich der Gruppe WC in The Mad Circle bei. 1995 veröffentlichte Coolio mit dem R&B-Sänger LV den Track Gangsta's Paradise. Er wurde zu einem der legendär erfolgreichsten Rap-Songs aller Zeiten und führte drei Wochen lang die Billboard Top 100 an. Es war die Nummer 1 Single von 1995 in allen Genres und ein weltweiter Hit, der die Charts in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und vielen weiteren Ländern anführte. Krass, Bruder, krass. Dieser Song hat voll den krassen Vibe, Mann. Bei den Grammy Awards 1996 gewann Coolio einen für die beste Rap-Solo-Performance. Ursprünglich sollte Gangsta's Paradise nicht auf Coolios Album landen. Aber sein Erfolg führte dazu, dass Coolio ihn nicht nur auf sein Album packte, sondern er auch zum Titeltrack wurde. Die Hook von Gangsta's Paradise wurde schon mal von jemand anders gesungen und war sowas wie ein Remake. Und zwar Pastime Paradise von Stevie Wonder. Ach krass. Der fast 20 Jahre zuvor auf Wonders Album Song in the Keys of Life war. Gangsta's Paradise. Digga, der Film war auch heftig. Wie hieß der Film nochmal? Wie hieß dieser Film nochmal? Der Film war krass. Ey, Prägung, sein Vater. Das war genau meine Zeit, wo ich groß geworden bin. Boah, Digga. Guckt's euch an hier. Guckt's euch an. Da sind wir wieder. Simp-Werbung. In the building. Diese Fake-Werbungen sind wirklich ärgerlich. Hm? In der Werbung sieht das Spiel toll aus. Aber wenn du es herunter... Sieht nicht toll aus, Bro. Sieht aus wie eine Agenda, die da umgesetzt wird. Das Album Gangsta's Paradise wurde 1995 veröffentlicht, bekam zweimal Platin und wurde weltweit mehr als 2 Millionen Mal verkauft. Hab jetzt gerade voll Bock, den Song zu hören. 1996 lieferte Coolio den Eröffnungstrack Here It Goes für die Nickelodeon-Fernsehserie Kenan & Kel. Er erstellte die Webserie Cooking with Coolio und veröffentlichte ein Kochbuch. Im Laufe seiner Karriere hat er viele interessante Sachen gesagt. Viele interessante Sachen gesehen auch. Kurz bevor er gestorben ist. Er hat ein Interview geführt, das... In dem Film war ich im Kino, bin ja schon alt. Wie hieß der Film nochmal? Wie hieß denn der Film nochmal? Dangerous Minds. Heißt der so? Eine Stunde ging, wo er mehrere spannende Sachen angesprochen hat. Der YouTube-Kanal, mit dem er das Interview geführt hat, hat nach seinem Tod sogar einen kleinen Ausschnitt vom damaligen Interview hochgeladen, dem sie den Titel Coolio hat hier zu viel gesagt gegeben haben. Und zwar wurde er gefragt... Einer sagt, er war aber auch voll in dieser Society drinne. Denke mal, ja, die meisten waren da drin und waren Teil von der Sache, haben Dinge gesehen, auch Dinge ignoriert und so. Ich glaube, es gibt halt einige noch mit einem guten Herz, so, die diese Sachen gesehen haben, vielleicht sogar partizipiert haben einmal oder was auch immer so und dann halt einfach das nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten und dann einfach was sagen müssen irgendwann, gerade im Alter so, weißt du? Ob er von Rituale und so Sachen in der Musikindustrie Bescheid weiß und ob er schon mal zu sowas eingeladen wurde. You've been in the industry a long time. How was it in the music industry? That whole conversation about the gatekeeper's reel, you know, the rituals, things people got to do, blood sacrifice thing. I don't know if you got into all that, but can you kind of go there? Er sagte, dass niemand jetzt direkt zu ihm gekommen ist und ihn gefragt hat, ob er jetzt einer Organisation beitreten will. Aber man soll es auf Undercover versucht haben, indem man zuerst sieht, wie weit er geht. Man hat versucht, ihn zu komischen Sachen zu verleiten. Immer wieder die gleiche Story. Weißt du, was ich meine? Wie? Warum? Ja, weil da ein System hinten dran steckt. Nach seinen Aussagen wollte man, dass er sich an homosexuellen Aktivitäten beteiligt. Immer wieder der gleiche Shit, bruv. Immer wieder. I've had motherfuckers come at me on some weirdo shit, like on some gay shit. Würde mich nicht wundern, wenn Diddy auch involviert war. No Diddy, na man? Motherfuckers come at me on some... Oh, you... Diddy or Diddy not? Do this type shit. And I was like, wow, what? Er hat natürlich abgesagt und auf einmal passieren viele auffällige Sachen in seinem Leben. Er wurde paar Mal verhaftet und hat gemerkt, dass es was mit der Absage zu dem Treffen zu tun gehabt hat. Er hat es aber nie großartig angesprochen. Er sagt, eigentlich hätte er viel zu erzählen, aber er hat Angst um seine Kinder und die Kinder seiner Kinder. Er hat sogar in diesem Interview viel über den Tod geredet und dass, wenn er stirbt, das nur seine Aussagen bestätigt. Somebody's after me, or if somebody's watching me, then they know enough about me to know that I have no fear of death. So killing me don't mean shit. It just confirms that what I said was true. Coolio hat bei dem Interview nicht direkt erzählt, was er gemacht hat. Aber er war an irgendwas beteiligt, was, wie er sagt, einigen Leuten nicht gefallen hat.
Er soll oft E-Mails und Anrufe gekriegt haben, wo ihm gedroht wurde. Nachdem er damit aufgehört hat und sich wieder eingereiht hat, hörten auf einmal die ganzen Zufälle auf und er hat sich nicht mehr beobachtet gefühlt. Er ist sich bewusst, dass es viele Leute gibt, die sowas erzählen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber es gibt einen Teil, der wahrscheinlich die Wahrheit sagt. Er deutet immer wieder an, dass er verstörende Sachen gesehen hat, über die er aber nicht reden kann. I've seen some crazy shit. I've seen some crazy shit, bro. Like, wow. I've seen some shit that made me go, what the fuck? Is this really happening right now? Oft hat er auch in Frage gestellt, ob die Geschichte der Schwarzen wirklich so passiert ist, wie erzählt wird. Er hat davon erzählt, dass jährlich mehrere Milliarden Dollar fließen, um dafür zu sorgen, dass schwarze Personen nicht genau auf ihre Herkunft schauen und sie nur auf Sklaven reduzieren. Hundertprozentig, Jesus is black. Werden. Bevor die Sklaverei war, waren die Schwarzen ja ein normales Volk, das nichts mit Sklaverei zu tun gehabt hat. Aber es ist so wenig über diese Zeit bekannt, dass man nur Sklaven im Kopf hat. Gerade in Amerika werden die immer wieder daran erinnert, dass sie angeblich Sklaven sind. Und die schwarzen Amerikaner identifizieren sich extrem mit dem Sklave sein soll. Und das ist auch der Grund, warum die es nicht schaffen. Und dann wird halt auch noch von Regierungen etc. extra geschaut, dass die Familienväter aus den Familien rauskommen durch Gangshit und Drogen und Knäste und diese ganzen Sachen und so. Da steckt schon ein Plan dahinter, weißt du? Es wird schon extra dem schwarzen Mann schwierig gemacht und das hat Gründe. Der Ursprung ist, glaube ich, dass die Europäer oder die Weißen, als sie zum ersten Mal nach Afrika sind und gesehen haben, was da läuft und wie viel Wissen da am Start ist und wie weit und intelligent die sind, dass sie das Wissen übernehmen wollten und dann es so hinstellen wollten, dass die Schwarzen halt irgendwelche dummen Affen sind und die das Wissen gebracht haben, so, weißt du? Ich glaube, es ist aus Angst entstanden, wenn man in den Ursprung reingeht, aus Angst. Die haben Angst gehabt vor diesem Wissen und vor dieser Macht, die in Afrika war. So. Man an die Geschichte der Schwarzen denkt und dafür soll gesorgt werden. Man würde falsche Sachen lernen, die so gar nicht passiert sind. Er hat genau wie ODB behauptet, dass er ein Ureinwohner Amerikas und kein Afrikaner ist. Und so ist es halt auch mit den Indianern auch passiert oder mit den Mayas oder hier mit Lateinamerika und so. Immer ist es so gewesen, dass die Europäer da hingekommen sind und gesagt haben, oh, wir müssen deren Wissen auslöschen, wir müssen deren Land klauen, wir müssen die ausbeuten, wir müssen uns über die stellen, wir müssen die töten, wir müssen die ausrotten. Das ist ja nicht nur in einem Teil der Erde passiert, sondern eigentlich fast weltweit, weißt du? Und das ist schon suspicious. Es gibt viele schwarze Personen in Amerika, die behaupten, dass Schwarze nicht als Sklaven nach Amerika gekommen sind, sondern schon vorher da waren. Und dass sie zusammen mit den Indianern die eigentlichen amerikanischen Ureinwohner sind. Das ist krass. Die Theorie habe ich auch schon öfter gehört. Er sagte, you know what, you're not an African, you're a Native American. He said this and I asked him, I said, do you know Dan Calloway? And he said, yes. I knew this already. I knew from my grandparents. Die meisten Schwarzen in Amerika wissen nicht mal, dass sie aus Afrika kommen. Musst du dir mal überlegen. Das Thema Manipulation wurde auch oft von ihm thematisiert. Er war einer der wenigen, die auch Gutes tun wollten und nicht nur ihr Geld mit ihrer Musik machen wollten. Zum Beispiel war es für ihn immer Pflicht, den Leuten auch was auf den Weg mitzugeben. Er sagt, er hat den Leuten das gegeben, was sie wollten und noch etwas, was ihm vielleicht mal weiterhelfen könnte. Wenn man heutzutage Gut und Böse auf eine Waage stellen würde, wäre die böse Seite schwerer. Und dafür soll Musik teilweise verantwortlich sein. I don't know what y'all see, but from what I see, he was f***ing winning right now. And music is part of that. Music f***ing influences people. And you know, I don't give a f***. Nobody say, a lot of people try to say, oh, it's not my responsibility to teach your children, or it's not my, and blah, 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 blah. That's some bullshit. What you say, especially if you're as popular as a Eminem or a 50 Cent, if you're that f***ing popular, then what you say has some bearing and some merit. And these children, people's children and grandchildren are listening to what you have to say. Auch hat er über die mysteriösen. So, dann bist du auch responsible auf eine gewisse Art und Weise so. Und Musik, Filme etc. pp., weißt du, was die für einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft haben? Die können das richtig, wirklich, literally steuern. Wie der Zeitgeist ist, was Menschen denken, auf was sie sich konzentrieren, auf was sie sich fokussieren. Das ist so powerful, das haben die Leute heutzutage vergessen, aber die meisten Jugendlichen werden von diesen Sachen am meisten geprägt heutzutage. TikTok, Musik, Filme, diese ganzen Sachen. Sogar teilweise leider mehr als und dann musst du noch zusätzlich dazu sehen, was ich sagen wollte, leider mehr als zum Beispiel Elternhäuser.
Da musst du noch dazu sehen, dass heutzutage beide Elternteile meistens arbeiten gehen, die sich nicht mehr richtig um die Kinder kümmern können, weil die halt keine Zeit dafür haben und Geld verdienen müssen. Und die werden dann großgezogen von den Lehrern, von der Kita, von den Leuten, die auf die Kids aufpassen und so. Und das sorgt dafür, dass sie sich noch mehr prägen lassen von irgendwelchen Dingen, die sie im Internet sehen oder deren Musik oder was auch immer so. Weißt du? Geredet, die an der Antarktis und am Südpol abgehen sollen. Wenn man in das Gewässer da eindringt, wird man sofort von allen möglichen militärischen Leuten gewarnt, dass man umdrehen soll. Wer nicht umdreht, wird einfach abgeschossen. Anscheinend wird da etwas versteckt, was nicht jeder sehen soll. Er hat, um genau zu sein, über Admiral Byrd gesprochen. Krass, Alter. Coolio, Bro. Kurz mal zusammengefasst. Bester Mann, ja? Was dieser Admiral Byrd behauptet hat. Admiral Byrd war, wie der Name schon sagt, ein Admiral aus Amerika. Und der erste Mann, der mit einem Flugzeug Nord- und Südpol erreicht hat. Im Jahr 1956 wurde... Das ist jetzt das gleiche wie beim letzten Video, was wir uns reingezogen haben. ...in eine Fernsehsendung eingeladen, wo er gefragt wurde, ob er irgendwas entdeckt hat. Er behauptet, dass es noch unentdeckte Flächen von Land gibt. Manche so groß wie die Vereinigten Staaten, die auf keiner Landkarte aufgelistet sind. Er habe am Südpol auf einem Flug ein Stück Land entdeckt, das nicht wie der Rest vereist, sondern mit Bäumen und einer grünen Landschaft überzogen war. Noch dazu sagte er, dass es am Nordpol einen Eingang ins Innere der Erde gibt. Wo es eine weitere Zivilisation gibt. Ein Jahr nach diesem Interview ist er gestorben. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous youngins? Yes, there is. There's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And it's, I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous challenge. So there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Die verstörendste Sache, die Coolio angesprochen hat, war Adrenochrom, was vielleicht für einige von euch ein Begriff ist. Xavier Naidoo ist auch mal in seinem berühmten Statement näher darauf eingegangen. Auf jeden Fall war er ein bisschen angepisst, weil ihm Leute einreden wollten, dass es sowas nicht gibt, und hat darauf eine Ansage rausgehauen, wo er Folgendes gesagt hat. Some things are fake and some things we don't know about. But if something is obvious, whether you've done the research or not, if something is obvious, then why would you argue about it? Go home and drink your Androchrome, you sucker fuckers. I'm cool on that. Suckers on the way. Krass, Digga. Am 28. September 2022 starb Coolio im Alter von 59 Jahren. Zuerst hätte man gedacht, es wäre ein Herzstillstand. Er war bei einem Freund zu Besuch, ist in die Toilette gegangen und nicht mehr rausgekommen. Doch die eigentliche Todesursache konnte noch immer nicht geklärt werden. Ah. Er hinterlässt 6 Kinder und eine Legacy, an die sich jeder erinnern wird. Was denkt ihr zu diesem Thema? Rest in power, my G, again. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Tim sagt gerade, oder Timo? Nee, Tim. Tim, ne? Tim sagt gerade... Epstein's Island 2.0. Also von einer Sache können wir alle sicher sein. Also einer Sache können wir alle, das muss uns allen bewusst sein. Epstein's Island ist die einzige Insel, die exposed wurde, die rausgekommen ist. Aber es gibt noch viel mehr Jeffrey Epsteins und es gibt auch noch viel mehr Orte wie Epstein's Island. Dieses fucking Sex-Trafficking von Kindern ist mittlerweile, die Industrie ist mittlerweile größer, das kann man gar nicht Industrie nennen, dieser Teufelsscheiß ist mittlerweile größer und macht mehr Umsätze als der Drogenmarkt. Das musst du dir mal einfach überlegen. So. Coolio, ich küsse deine Zirbeldrüse. Mach's gut. Ja, Mann, Alter. Schreibt eure Gedanken zu Coolio unten in die Kommentare rein zu dem Video, was wir uns eben reingezogen haben. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.